Dr. Martina Pischke-Langer, please, 2 minutes. Da die Fragen von 2 deutschen Abgeordneten des Europaparlaments kamen, möchte ich sie auch gleich in Deutsch beantworten. Es war Herr Dr. Liese und Frau Sommer. Herr Dr. Liese fragte nach der Evidenz des Passivrauchens und da kann ich ihn beruhigen. Es gibt ausreichend Daten, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler, die die Gesundheitsgefährdung des Passivrauchens sehr genau auch beschreiben und mit validen Daten unterfüttern. Ich stelle Ihnen sie gerne zur Verfügung. Wir haben selbst dazu auch einen Report herausgebracht. Die zweite Frage war nach der E-Zigarette, die, glaube ich, beide auch aufgegriffen haben. Und dazu ist zu sagen, wir haben gerade einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt publiziert und haben die E-Zigarette als nebulöses Produkt bezeichnet im doppelten Sinn. Nebulös, weil es den Nebel hervorruft und ausstoßen lässt. Und nebulös, weil wir eigentlich gar nicht als Konsumenten so recht wissen, was da in diesen Produkten drin ist. Und das ist unser eigentliches Problem. Es ist kein ausgereiftes Konsumentenprodukt. Es gibt keine Qualitätsstandards, was diese Applikationsarten angeht. Es gibt Dutzende unterschiedlicher Applikationsformen. Es gibt hunderte verschiedener Nachfüllfläschchen, die in einem sich ähneln. Sie enthalten die meisten enthalten Nikotin in teilweise unverantwortlich hohen Konzentrationen. Und man stelle sich jetzt mal einen freien Konsumentenmarkt vor, wo dann jeder so wild seine Nikotinfläschchen untereinander mischt und dann steht es in der Küche und dann kommt vielleicht irgendjemand rein und nimmt das Nikotin, vielleicht gibt es dann was zu essen und mischt es dann noch drunter. Sie können mit Nikotin töten. Das heißt, die ganzen Applikationsformen, die bisher den E-Zigarettenhersteller hier angeboten werden, sind im höchsten Maße gefährlich, was das Produkt selber angeht. Was die gesundheitlichen Auswirkungen betrifft, sind es vor allen Dingen kurzfristige Atemwegsreizungen und auch Allergieentwicklungen. Das geben seriöse Hersteller selber auch an. Aber auch Vergiftungserscheinungen durch Nikotin, nämlich dann, wenn die Konsumenten zu viel an diesen E-Zigaretten ziehen. Also sie haben keine Kontrolle mehr, wie viel sie da eigentlich puffen. Und irgendwann ist dann so ein Overloading-Effekt auf den Körper ausgerichtet und dann kann man zusammenbrechen mit einer Nikotinvergiftung. Vielen Dank. Okay, das war's. Vielen Dank, weil sonst sind wir gleich ohne.